What's up, Party People? Willkommen zum zweiten Part von Pokémon Kolosseum und so weiter. Das irgendwie wir die begrüßen so immer ein bisschen kurz. Jo, im letzten Part haben wir uns so ein böses Team erstmal hochgejagt, paar Typen verprügelt, das Mädel da hinten uns befreit und unser Team hier quasi bekommen mit aktuell Nachtara und Psyana. Ja, jetzt sind wir gerade am Stadt erkunden und sollen zum Bürgermeister gehen und dem um Hilfe bitten, weil anscheinend ein paar komische Pokémon aufgetaucht sein sollen. Wenn ich erstmal ein bisschen weiter hier. Für mich ist der Stadt so friedlich, aber in letzter Zeit wird es immer unheimlicher. Vielleicht daran, dass sich in letzter Zeit die Rauis aus Pyritus herumtreiben. Aber ach, wollen wir lieber keine Schafe und Hunde wecken? Doch. Und vor allem das Schafe des Zickzacks. Kein Hund. Weil ich weiß ja, ich glaube, Dachs ist ja nicht zu unten, oder? Alter. In der Schule bin ich nicht so gut, aber über Pokémon weiß ich so ziemlich alles. Was sind EVs? Mama? Los geht's, ohne größere Verluste. Der Safe war ohne Damage-Charakter bei der Bruder. Skiller Mikey, Alter. Warum Pill und Shadowco, Alter? Der ist ja richtig der Profi, der Bruder. Ich kriege jetzt die VGC-Strats auf der einen Seite Elektronetz, um auf beiden Seiten die Innen zu senken, auf der anderen Seite Eisenabwehr, um von meinem physischen Schlagmensch hart getroffen zu werden. Ich sehe schon den Setup. Ich sehe das Setup, Alter. Ich einfach auf den Bruder und Konfusion auf den Bruder. Nice. Bisher gehe ich mir auf Level 26 hoch, so wie es aussieht. Ein Baumpil, da war davon nicht mal jeder. What the fuck, wie viel der hat ein Baumpil? Schaden! Nein! So, dann ist Baumpil auch besiegt. So, mit dem Crit, aber bisher absolut keinen Bock mehr. Ein Baumpil, Kleine Wurst. Diesen 20 für Psyana. Sehr gut. Jetzt geht der Mikey. Aua, aua, so war es nicht geplant. Doch, war's. Also zumindest von meiner Seite aus. Mikey, hätte ich nicht, ja, ich verliere. Du bist echt stark. Ich bin für dich, weil du mich besiegt hast. TM 41 ist doch safe Müll. Die TM ist doch safe Müll. Kannst mir nichts anderes. Ja, ist Müll. Sehr gut. So, die sagen, lass ich so mal in die Prima-Arena gehen. Ich glaube, das ist die hier auch sogar, ne? Was ist denn das für ein Bruder? Ich bin ein großer Fan von Primus, dem Leiter der Prima-Arena. Der ist wirklich toll und natürlich ist es ein unglaublich starker Pokémon-Kampf. Na, let's go. Was geht denn hier ab? Willkommen in der Prima-Arena. In der Prima-Arena können Trainer und Pokémon Kraft aufbauen, die Attacken verfeinern sowie Körper und Geist trainieren. Cool. Der Nerdkurs. Ah, okay. Also jedes Pokémon hat einen eigenen Typ und ein eigenes Wesen. Vielleicht sogar zwei eigene Typen. Und im Kampf kann das positiv und negativ wirken, oder? Ach Mann, wie soll ich mir das alles merken? Das kriege ich nie in meinen Kopf. Ja, sonst USB-Stick oder sowas benutzen, ne? Wenn ich erst kämpfe, werde ich mir den ganzen Kram mit der Zeit aber ganz alleine merken können. Also jedes Pokémon... Ich wollte nicht mit dir reden. Wer redet mit dir, Alter? So. Tja, im Pokémon-Kampf ist es entscheidend, welche Pokémon in welcher Reihe antreten ist. Welche Pokémon treten mit welchen Attacken an welcher Stelle an? Das ist eine wichtige Frage sein. Der Lied immer wichtig, Leute. Ein Pokémon gewinnt im Kampf Erfahrung erreicht dadurch ein höheres Level. Wenn das Pokémon ein höheres Level erreicht, kann es auch neue Attacken lernen. Ja, jeder vom Kampf zu Kampf die richtige Attacke auszuwählen, ist die wahre Kunst eines Trainers. Ey, willst du mitkommen? Also schon, ein Trainer, der im Kampf einfach nur zusteht, wird nie gut sein. Ein guter Trainer kennt seine Pokémon. Du bist auch bestimmt, bestimmt auch Trainer und du willst bei deinem Unterricht teilnehmen? Ich habe etwas für dich. Sag mal dein PDA. Ah, P-Stern-DA. Das ist die Abkürzung für Pokémon Stern Digital Assistant, oder? Patrick, du hast doch einen P-Stern-DA, oder? Was ist jetzt ein P-Stern-DA? Auch über die Taktik-Memo. Da erkennst du auf einen Blick Typ und Wesen jedes Pokémon, dem du bisher begegnet bist. Und jetzt wieder. Hilf dir ein, Herr. Okay, das wusste ich gar nicht mehr, dass es Dinge gibt. Taktik-Memo. Psyana.
Das ist nicht ganz lustig. Oh, wait. Oh, nein. Das hier ist Flormel. Das ist ein guter, das ist ein geiler Arsch. Mit dem Loch drin. Und Größe. Ah ja, der ist kleiner als ich. So, Psyana. Auch kleiner. Zickzacks. Ist auch kleiner. Baumbell. Auch kleiner. Schade. Haben wir diesen Sweetie an mit seinem Arschgesicht. Ja, okay. Haben wir das auch? Ein Musiker drin ist geil. Hallo, man nennt mich Primus, ich bin sozusagen verantwortlich für die Prima-Arena. Ihr seht das aus, als wärt ihr ja auch beide auf Reisen, oder? Was hältst du von dem Kampf, wo ihr schon mal hier seid? Na, wie sieht's aus? Ja, okay, let's go. Also los, ich stelle eigentlich die Trainer der Prima-Arena vor. Wenn du bereit bist, betrete den Kampfplatz in der Bundesraum und stell dich links vom mittleren Ring auf. Ich hab's Gefühl, ich werde jetzt mies verprügelt, weil man hier irgendwie erst wieder hin soll, aber... von aus. Ich bin nicht einer... Okay. Gegen vier Trainer. Jetzt wird durchgehauen, Leute. Der Lionel Messi der Pokémon-Kämpfe. Ich sehe es doch direkt. Wegen Pflanzen-Pokémon-Kämpfen ist das nicht der Mann. Planto. Der ist auch mit der Liebe zu Pflanzen-Pokémon geboren wahrscheinlich, ne? Okay, man, so kann ich auch hier direkt. Was hat denn das denn für realistische Augen? Hilfe! Schaut euch meine Seele. Hilfe! Das ist ja mega weird, das ist Sonnenkern. Das wird weggeballert. Es ist tot. Nein. Los, Natara, verprügel ihn. Und Crit, Alter. Tja, Natara richtig Bock gerade. Okay, er scheint ja eigentlich nur zum Level zu sein, das ganze Ding. Ich wusste ja immer, dass man hier jetzt schon rein kann. Ich habe eh irgendwie nur von den ersten, zwei Stunden Spiels habe ich irgendwie Ahnung bei dem Spiel und der Rest ist dann eh ganz schwierig, aber... ja, muss man mal gucken. So. Und jetzt, willst du weiterkämpfen? Ja. Oder? Aber nicht mehr. Wahrscheinlich kommt jetzt Pyro. Oder Wasserra. Warum rieche ich jetzt einfach den Namen Aqua? Einfach um unfassbar kreativ zu sein. Ah, Marina, okay. Einer von den beiden muss es da sein. Meryl! Grüße an Kentakio. Jo, hier war ja und Meryl. Jo, bis auf die war ja kommt noch Meryl. Konfusion. Alter, wie. Ah ja, ich bin von einer Atombombe getroffen worden, Alter, wie der weggeflogen ist. Und der Biss. Dem fehlt aber kein Bein, Leute. Das war ein richtiger Biss. Agilität. Und er fliegt einfach. Richtig abgehoben von dem Bruder. Ja, ein Power und Rückkehr. Das war schneller als Psyana. Weil Psyana minus in den Wesen hat, Psyana wird man. Das war schon richtig viel Schaden gerade. Nein, nicht der Inner Drop. Rückkehr. Okay, irgendwie bei die Einlassung kurz etwas laggy, habe ich so das Gefühl. Und die beiden nicht mehr auf den Beinen halten, auf den Stecherchen. Immer hat er noch breitere Arme als ich. Muss man ja noch dazu sagen. Auch wenn es ja nicht schwer ist. Schön besiegt der Astrainer Marina. Die Pokémon sind aber nicht auch nicht von schlechten Eltern. Doch. Wurden beide verprügelt in der Kindheit. Wenn ich mit Wasser-Pokémon unschlagbar werden will, muss ich wohl noch viel üben. Oder einfach irgendwie probieren,
nicht nur mit Wasser-Pokémon zu kämpfen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, aber ich glaube, wir machen erstmal was anderes, oder? Haben wir schon zwei Leute verprügelt. Noch ein bisschen gelevelt quasi. So, ich glaube, hier soll jetzt das Haus vom Bürgermeister sein. Haben wir hier vorhin leider noch Items, habe ich vorhin noch, hab ich noch im Kopf. Dreimal Supertrank. Oh, sehr fett. Haben jetzt aber 8 Supertränke schon. Hallo, alte Oma. Das große Haus, da ist das Haus des Bürgermeisters. Fragt ihn ruhig um Rat, wenn euch auf euren Reisen um etwas Merkwürdiges passiert. Okay. Hat der Lian einen Oberkörper oder was ist das? Und irgendwie sind nicht so gesund. Die Bruder sehen nicht so gesund aus, Alter. Bisschen weniger, mal ein bisschen schlafen oder so, die Augen sehen nicht so gut aus. Aber er hat immer einen Heldenwind, das ist cool. Einfach nur auf Reisen. Hm, mir scheint, du hast auch den speziellen Blick. Ich kenne diese Blick, gefällt mir. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass wir uns wieder begegnen. Irgendwo, irgendwann. Jo, was geht, Brudi? Geile Frise, Opa. Hi, Mr. Reisedesign, willkommen in Fehlang. Ich bin Maskat und ich bin der Bürgermeister Schatt. Maskat, Alter. Ja, mich sprechen, welche Angelegenheit? Also. Nur zu, wie kann ich einer hübschen jungen Dame hilfreich sein? Ich habe da was gesehen. Und was hast du etwas gesehen? Und was hast du gesehen? Sie nackig. Mich? Oh, ja, also. Kannst rumkommen. Also, ist das Pokémon oder? Naja. Ein Pokémon mit einer dunklen Aura. Ich habe ein Pokémon gesehen, das wäre eine echte Kampfmaschine. Und zwar ein Floink. Nee, wahrscheinlich Amigento, oder? Komische Aura, Kampfmaschine, safe Amigento. Und dieses Pokémon greift auch Menschen an. Ja, Amigento. Safe. Was unfassbar, ein Pokémon wie eine Kampfmaschine, das auch Menschen attackiert. Wenn das wahr wäre, wäre das ein Amigento. Und ja, ein schädlicher Skandal. Allein es fällt mir etwas schwer, das zu glauben. Aber es ist wahr. Sie müssen mir glauben, Herr Bürgermeister. Ich habe dieses Pokémon gesehen und deshalb haben mich die Gangster geknappt. Sie hatten mich bis eben in ihrer Gewalt. Bis eben, das war noch bis vor... Keine Ahnung, wann der erste Part kam. Ich verstehe, nun gut. Ich verstehe, nun gut. Ich werde unverzüglich eine Untersuchung anordnen. Der hat einfach gerade innerhalb von 1 bis 3 Stimmen gehabt, finde ich gut. Wirklich, danke, Herr Bürgermeister, danke. Aber nein, nein, nicht zu danken, wirklich. Kriminellen muss man Einhalt gebieten. Vor allem dann, wenn sie so hübsche junge Damen in Gefängnis bringen. Gebt mir nur ein wenig Zeit und ich werde bestimmt einige nützliche Informationen vor euch sammeln können. Und nun noch etwas. Siehst mir auch aus dem Pokémon-Trainer, da solltest du auf jeden Fall einen Blick auf das Stadion von Fehlag werfen. Das ganze Stadt. Welch ein prächtiges Stadion, wie es sich für unsere so blaue Wassermetropole gehört. Alle einfach einmal Alkohol saufen hier. Deswegen ist alles blau. Sind Oma bei dem Bruder? Hat er sie auch schon mal geballert? Also, sieht ein bisschen aus mit dem Mantel. Der Mantel sieht nicht so aufgeräumt aus, muss man ehrlich sagen. Er ist frisch entkleidet, der Bruder. So eine Frise brauche ich auch, Alter. So, Stadion hat er gesagt, sollen wir mal hin. Dann gehen wir mal ins Stadion, würde ich sagen. Okay, hier ist nix. So wie es aussieht. Dann gehen wir jetzt mal Richtung Stadion. Pummeluff! Pummel! Hast du schon gehört? Nein. Man sagt, dass sie ein Kreib versteckt ist in die Luft geflogen. Würden sie etwas tun? Ich? Ah, cool. Das sieht schon fett aus, so stark unter Wasser quasi. Fühle ich. Aber das ist irgendwie, glaube ich, relativ schnell Algen ansetzen könnte. Jo, Marina, was geht? Oh, ist das Marina? Kein Plan. Ich wünsche dich ja bald gut genug, um auch in diesem Stadion anzutreten. Dann wärt gut genug. Willkommen in Stadion Fehlag. Wir können sich Teilnehmer an den Turnier registrieren lassen. Aber leider ist die Registrierung der Teilnehmer am aktuellen Turnier bereits abgeschlossen. Wart also bitte bis zum nächsten Turnier. Du hast mir nichts zu sagen. Hier ist trotzdem da rein. Scheiße. Oh, das war noch ein Typ zum Reden. Jo, Boni, was geht? Jo, was geht?
Hallo, du willst wohl auch am Turnier teilnehmen? Ja. Achso, ich, ehrlich gesagt, ich wollte mich auch gerade anmelden, aber leider hat das Turnier anscheinend schon angefangen. Da wollte ich doch unbedingt an diesem Wettkampf gewinnen. Ich wollte unbedingt das Preis und eine TMI-technische Maschine gewinnen. Ich bin die technische Maschine hier. Niemand anderes. Nur ich. Braucht ihr eigentlich alle die geilen Friesen hier, ganz ehrlich? Hey, hallo Patrick, haben wir dich endlich gefunden, du mieser kleiner Verräter. Moin Brudis, was geht? Nicht nur unser Verstecken in die Luft zu lassen, sondern auch die Krallmaschine mitgehen zu lassen, das wird dich nerven. Was ist das für Typen? Was ist denn für ein Krall? Warum nennen die sich Verräter? Patrick, so das etwa? Jo. Wir hatten eine sehr romantische Nacht. Du hast den Nagel auf den Kopf, Kleine. Der Kerl gehört zum Team Krall, genau wie wir. Aber er ist kein gewöhnliches Mitglied. Wenn er eine Beute bittet, dann krallt er sich auf jeden Fall. Er ist die beste Kralle im ganzen Team Krall. Das war ganz schön viel Krall gerade in einem Satz. Das glaube ich nicht, oder? War ich schon, was er war? Ja. Ist also wahr, das ist ein starkes Stück. Wie mein Dick. So, Patrick. Es wird die Krallmaschine raus, die du in den Nagel gerissen hast. Nö. Krallmaschine? Hast du etwa eine schreckliche Maschine? Ja, in meiner Hose. Wer eine Krallmaschine hat, muss nur einen ganz normalen Pokéball bei sich haben. Und dieser Ball wird durch die Maschine direkt sofort zum Krallball, mit dem man sich jedes Pokémon krallen kann. Du und dein loses Mundwerk, das geht die Gure doch nichts an. So ist das also, Patrick. Deshalb bist du von diesen Freaks gejagt. Also gejagt ist jetzt nicht zwingend, ne? Also ich habe mich jetzt einmal kurz gefunden. Freaks? Wer ist hier ein Freak? Und wenn du die Maschine nicht freiwillig rauskriegst, dann holen wir sie uns eben. Oh mein Gott, nein. Rüpel von dem bösen Team. Hätte irgendwie ein bisschen Rückenprobleme. Brutus. Etu Brute. Krebskorps und Schmoron. Immer mal einer, der nicht gleich einen Pokémon hat. Wobei, da gab es schon ein paar, die jetzt gleich einen Pokémon hatten, aber egal. Bis auf Krebskorb und Konfusion auf Smogon. Smogon, Bruder! Der Bruder smoked erstmal nicht mehr. Der Luft anhält. Sweet. Natal setzt Biss ein. Flinch, 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 Flinch. Schade. Klammer. Das hat mich gerade schmerzhaft aus, als war. So wie es das Gefühl. Biss und Rückkehr. Bam. Krebskorps wurde besiegt. Wir gucken mich ein bisschen schief. Der Brutus. Papa? Schiele besiegte Team Krall Brutus. Oh nein, ich hab versagt. Genau so rede ich dir übrigens auch. Verflucht, Patrick. Denke nicht, dass das schon alles war. Diese Krallmaschine holen wir uns auf jeden Fall zurück. Nö. Aber nö. Also Patrick, ein Team mit Team Krall. Jo. Nein, halt, genau, sei ein ehemaliges Team mit Team Krall. Warum willst du es wissen? Vielleicht bin ich ja auch einfach nur ein versteckter Spion. Aber das ist schon okay. Was du vorher gemacht hast, ist für dich egal, Patrick. Jo, ich übrigens deine Eltern ermordet. Schließlich hast du mir geholfen und mich aus dem Fängnis wieder gerettet. Vielleicht habe ich dich auch erst reingebracht. Abgesehen davon, diese Freaks haben mich auf eine Idee gebracht. Los, Patrick, lass uns in einem Shop gehen und Pokebälle kaufen. Gibt's da keine Pokebälle, bist du irgendwie blöd? Ah ne, einen Shop weiter unten. Guck mal, ob es jetzt vielleicht Pokebälle gibt. Haben wir ja öfters mal, dass man erst nach einer Cutscene Pokebälle kaufen kann. Moin, Bulli, was geht? Jo, keine Pokebälle. Schwierig. Also jetzt nach oben hin. Muss ich jetzt nach oben hingehen? Hier ist auch keine Pokebälle.
Ah, okay, der sagt sogar. Nice. Ich hätte nur im Kopf jetzt davon, was du über Pokébälle gesagt hat. Sie sagt ja, wir sollen in die Wüstenbar, also da, wo wir am Anfang herkamen. Interesting. Das ist auch ein bisschen blöd, dann jetzt gemacht eigentlich, dass man erst diesen Random da fragen muss, aber okay. Dass dann nicht halt von einem der Shop-Typen gefahrt wird. Jo, wir gehen mal zur Wüstenbar. Also ich will jetzt einfach bis Jahr und Tag den Platz wegnehmen, was ist denn das? Soll ich es nebenher laufen? Moin Brudi, was geht? Hey Trainer, bevor du mal reist, sollst du vielleicht deine Vorräte aufschlagen. Was sagst du? Eine Frage, Herr Barmann. Wenn jetzt Barmann mit Namen heißt, dann esse ich mein Mikro. Warum auf die kleine Pokebälle? Was? Pokebälle ist ein Zeug, braucht man hier auch nicht. Aber warte, irgendwo hatte ich doch noch ein paar Stück. Ah, hier sind sie ja. Zwei wie verstaubt, aber noch voll funktionstüchtig. Die nehmt ruhig. Hier ist ein Geschenk für gute Kunden. Ich bin das erste Mal da. Hat ich halt für eine Pokebälle. Jo, Sortiment, Hype. Let's go. Kaufen. Kaufen. Morgens, mittags, abends. Ich will voll nicht verkaufen. Weiß ich nicht. Brauche. Also verkaufen die beiden. Okay, haben wir nichts sonst zu verkaufen anscheinend. Oh, Pokebälle, Pokebälle, Pokebälle. Pokebälle, Pokebälle. Brauchen wir uns mal noch 5 normale und dann noch 5 Superbälle. Let's go. Ich sehe jetzt mal Pokebälle. Was wird da Fenak, oder? Wo muss ich denn jetzt? Aber Pokébälle gekauft habe ich. Wo muss man jetzt hin? Also hier steht immer, dass man da hin muss, aber hoffentlich sollen wir mit dem Bruder da reden. Hey, du bist jetzt, hab mir Sorgen um dich gemacht, da waren eben ein paar Qualitätstypen, ich habe nach dir gefragt und ich sage dir, die gehören deinen Teams mit Team Karl. Ja, miese, würde ich sagen. Ist er doch noch irgendwie mit dem reden muss? Oh. Sehr aktuelle Nachrichten. Wie das Waffelmitglied des Team Karl berichtet, heißt sich bei der kleineren Karl-Maschine um eine tragbare Maschine. Denkt man, diese so wird jeder normale Pokéball zu einem sogenannten Karl-Ball. Ein solcher Karl-Ball ermöglicht es, die Pokémon von neuen Trainern zu einzufangen. Statt zu hoffen, dass die entwendete Karl-Maschine nicht wieder für kriminelle Zwecke missbraucht wird. Okay. Vielleicht muss ich aber jetzt noch viel zurück und dann passiert irgendwas. Kein Plan. Ach, Fenak. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding einfach auf einem Rad stehen kann. Ah, okay. Wir mussten wieder zurück. Also, das ist so schrecklich. Es war wieder eine Bande Rowdies hier. Es waren richtig viele. Die beiden nicht mit den, waren bei den Geländewagen, die von neulich. Ich glaube, die habe ich auch erkannt. Okay, let's go. Wo waren die denn? Die sieht eigentlich alles relativ friedlich aus. Ich wüsste also mal, dass sie wahrscheinlich wieder beim Steuer, beim Bürgermeister waren. Meister die Queen, das ist der Kerl, das das Mädchen abgenommen wird. Schon wieder Typ. Ihr beiden seid wirklich erbärmlich. Wollt ihr aber behaupten, dieses herzige Pärchen hat euch besiegt? Nun, mein Süßer, dein Name war also Patrick, nicht wahr? Tut mir leid, dein kleiner Prinz, da müssen wir deine allerliebste Prinzessin jetzt entführen. Du musst nämlich wissen, diese rothaarige Grotznase sieht Dinge, die sie nicht sehen dürfte. Zum Beispiel meinen Dick. Das könnte uns in sehr, sehr große Schwierigkeiten bringen, das wollen wir doch nicht, oder? Und was sich angeht, ich habe auf die angefangene Idee mit diesen weißen Streifen. Was ist welcher weiße Streifen? Ich will sagen, halt dich da raus, dann passiert dir nichts. Was für weiße Streifen? Meine Herren? Jawohl. Ich fühle mich nun nach Pyritus und dort warte ich auf euch mit der jungen Dame, versteht sich? Habe ich mich klar ausgedrückt?
Noch ein paar zusammen her und ich werde euch zurechtstutzen, dass ich keinen Friseur mehr helfen kann. Ja, ja, ja. Und Musik bitte. Die Queen so ein geiler einfach. Okay, nerven Sie, nächstes Mal waren wir unvorbereitet, nächstes Mal machen wir kein Holz aus dir. Ich bestehe aber gar nicht aus Holz. Die Queen fällt ein Haien. Ja. Ah. Der von vorhin schon, ne? Der hat ein neues Pokémon, unfassbar. Ein Lord Wurzel. Ich hab auch keinen Raum, was ihn jetzt besiegen wird, ne? Also, Lord Wurzel ist schon ziemlich OP, aber so OP ist er wieder angefallen. Geheimpower auf Flototze und Hörversion auf Flomel. Flomel wurde besiegt. Du hast jetzt Geheimpower ein und es sollte... Reicht es oder reicht es nicht? Man macht guten Schaden, aber reicht leider nicht. Paralysiert aber Nebeneffekt so gut. Sehr, sehr gut. Heuler. Nicht mein physischer Angriff. Biss. Und. Also mal Just Upon Reflektor. Biss. Nice, dann haben wir den Typ auch weg. Ja, der Part kriegt etwas Überlänge. Das ist Überlänge zu dem, wie ich ihn eigentlich haben will. Wahrscheinlich daran, wie lange ich gerade gebaut habe, um zu wissen, wo ich hin muss. Die Queen fällt heim. Fliegst du den Zug in den schon wieder verloren? Jetzt bin ich dran. Jetzt machst du mich nicht so, leicht fertig wie heim. Doch. Da blöd. Die müssen ja mal auch echt gehasst haben, ne? Lol, Hein, blöd. Lol! Ist es gewollt? Wir haben die Leute einfach nur komplizierte Namen durch ihn gegeben. Muss auch gewollt sein, ne? Mit blöd und Hein blöd. Von der Captain Blaubeer. Wie ist es dann im Englischen? Haben die da auch so einen Joke drin, oder? Ist da einfach nur... Chip und Chap rettet das Rechts, oder was? Mein Plan. Makuhita. Oh, Leute. Oh. Shabita hat einfach eine Truppe in das Haus gemacht. Ja, würde ich sagen, wir holen uns mal unser erstes Krypto-Pokémon. Let's go! Nachtnebel. Das wird guten Schaden machen, ja, tut's auch. Ja, ich werde dann wahrscheinlich gleich mit Psyanas Rückkehr probieren, das Magmita anzuweaken. Und danach mit Natara das will ich, wo das macht, aber ich keinen guten Schaden. Hilfe. Biss sollte Zwirlich schon mal besiegen. Überwurf, bin noch auf, nicht auf Natara. Au! Das hat wehgetan. So, wir gehen hier mal. Ich heile mal nach Tara. Mit Psyana setze ich meinen Reflektor auf. Kryptoschlag. Wie viel macht der so? Okay, jetzt geht's mit dem Reflektor rum. Dann ist hier aber auch Rückstoß damit. Das ist uncool. Wechseln kann ich eh nicht. Ich gehe auf
einen Superball. Nice. Dann haben wir unser erstes Krypto-Pokémon gefangen. Die Queen Flame Plus. Ah, oh, mein Pokémon. Das ist mein Pokémon. Schlecht gelaufen, würde ich sagen. Felix, du bist gut. Und gleich, wie du mir mein Pokémon abgenommen hast. Ja, ich habe einen Ball geworfen. Unfassbar, ne? Was soll das? Das kannst du eigentlich diesen Typ nicht auch noch bewundern. Was sollen wir jetzt machen? Wir haben schon wieder verloren. Mann, die Queen Plus bestimmt, wie ich den Kopf waschen, wie das nennen würde. Also bei der Frise weiß ich aber eh nicht, wie er sich den Kopf... Wie wäscht sich die Queen die Haare? Das und vieles weiteres bei Galileo Mystery. Abhauen! Okay. Verpissen sich. Du hast es geschafft, Falk. Du hast die Kerne, das Pokémon weggekrallt. Aber ich fürchte, es gibt noch mehr von der Sorte. Lass wir uns alle aus den Händen dieser Wildlinge befreien. Und der Bürgermeister wach weg. Wo ist denn der Bruder? Ist jetzt oben nackt mit seinem Morgenmantel oder was ist das? Er ist einfach weg. Save einfach seinen Bauch geplatzt, wie in so alten Cartoons. Und was er mit diesem Typen hier auf sich hat, das erfährst du vieles mehr im nächsten Part von Pokémon Colosseum. Ist ein bisschen abgehakt, aber egal. Tschüss.